Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Vom Schreiben Leben. Mein Name ist Annika Bühnemann und ich freue mich, dass ich heute nicht alleine hier bin, sondern die liebe Autorin Claudia Giesdorf hier zu Gast habe. Hallo Claudia. Hallo Annika, schön, dass es so schnell, so spontan geklappt hat Ja, mit uns beiden. freut mich auch total und es freut mich, dass wir nach langer Zeit mal wieder Kontakt haben. Ja. Ich habe dich eingeladen hier zu mir in dieses virtuelle Büro, weil ich gerne mal über deinen Werdegang sprechen wollte. Ja. Als Autorin, wo bist du gestartet? Wo bist du jetzt? Wie ist so die Reise gewesen? Einfach weil es ja für viele, die, glaube ich, zugucken, ein interessanter Weg ist, zu hören, wie es bei anderen war. Und genau, vielleicht startest du einmal kurz mit deiner Vorstellung. Also wer bist du? Was schreibst du? Und wie hat es angefangen mit deiner Autorinnenkarriere? Genau, und von da schauen wir dann, wo es uns weiterhin führt. Erzähl mal. Also, ich hoffe, wir haben sehr viel Zeit. Naja, Ich total. glaube, so Autorinnenkarrieren sind wahrscheinlich auch so mit so das Bunteste, was es irgendwie so gibt. Oder ich kenne selten jemanden, der gesagt hat, ja, ich mache das jetzt mal und dann gemacht und Bücher publiziert. Bei den meisten ist das ja irgendwie so eine Verstrickung und Verschlingung von Wegen und so war es tatsächlich auch bei mir. Also erstmal genau, ich bin Claudia Giesdorf. Ich publiziere Thriller im Eigenverlag, habe aber auch schon bei Feelings, dem digitalen Label von Dröhmer Knauer, wir waren es drei, ja, so romantische Komödien mit Crime-Effekten. Ich glaube, es war immer so ein bisschen schwer für den Verlag, das einzuordnen. Aber da war auf jeden Fall schon so ein bisschen Krimi-Thriller mit drin. Und im Self-Publishing habe ich dann sozusagen alles an Romantik und Komödie rausgenommen und bin rein zum Thriller übergegangen. Darf ich Genau. da schon einhaken? Ja, Warum? mach bitte. Warum bist du denn von den Liebesromanen, ich frage für einen Freund, warum bist du da von den Liebesromanen weggegangen hin zur Richtung Spannungsroman, Thriller? Ich fand, ehrlich gesagt, dass man bei Thrillern, also andersrum, bei Romantik, da musst du das Ende liefern. Wenn am Ende, ich sag's mal richtig krass, ja, beide tot sind, kann auch funktionieren, aber es ist ja die Seltenheit. Und ich fand das dann immer so blöd, dass für mich das Ende irgendwie schon vorgegeben war, wenn ich Romantik schreibe. Also die Love Interest, es muss ja funktionieren irgendwie, nicht? Ich meine, klar, in der Literatur gibt es auch Beispiele, wo dann am Ende beide tot waren, aber das ist ja schon fast eher Dramatik als Romantik. Ja, ich wollte gerade sagen, also so Happy End im Liebesromanbereich ist fast nicht zu umgehen. Richtig, richtig. Und da dachte ich mir immer, ich fühle mich so ein bisschen eingeschränkt dadurch. Ich möchte auch mal so ein Ende, wo man dann da sitzt mit dem Buch und sich denkt, was? Was? Also, und ich finde halt, mit dem Ende kann man nochmal wahnsinnig schocken. Und das war für mich gerade für den Thriller-Bereich tatsächlich super spannend, da einfach mit zu spielen, was funktioniert, wie weit kann man es als Autorin auch treiben und wo sind auch da letztendlich die Grenzen gesetzt. Ah, okay, spannend. Bei mir war es so, dass ich schon früh wusste, oh, ich möchte auch mal einen Thriller schreiben, aber ich habe mich das nie vom Schreibhandwerk her getraut. Ich habe Ja. das Gefühl gehabt, ich schreibe noch nicht gut genug. Hattest du das auch? Also hast du das Gefühl, dass auch der Aufbau von den romantischen Romanen dann anders ist als der von den Thrillern? Also Thriller ist schon wirklich sehr, sehr viel Recherche mehr. Das alles zu überreißen. Ich hatte immer Schiss, dass ich so lose Enden einfach noch habe, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte oder dann nicht richtig zusammenzuchen, ne? Also ist ja auch wieder, dann kommen wir wieder zum Ende. Am Ende muss ja einfach dann alles stimmen. Und wenn dann man auch nur so einen kleinen Strang irgendwie eingeführt hat und den nicht, vielleicht nicht zu Ende gedacht hat oder nicht am Ende festzog, dann gibt es schon echt enttäuschte Leser. Und davor hatte ich schon ein bisschen Schiss, aber ich glaube, da kommt es dann letztendlich auf das Lektorat an, weil als Autor, da schreibt man und es kann immer passieren, dass du da was eingeführt hast, was du dann irgendwann im Mittelteil dachtest, okay, so wichtig ist es nicht. Und die Lektorin dann sagt, dann streich's halt so, ne? Ich glaube, das ist aber ganz normal. Und das Lektorat hat mir dann auch gut die Angst davor genommen, dass ich dann vielleicht solche Fehler auch machen kann. Okay. Das heißt, du hattest angefangen im romantischen Bereich, bist dann zu den Thrillern rübergegangen. Bist da jetzt dann auch ja geblieben oder schreibst du jetzt noch Romantik? Genau. Bin noch im Thriller-Bereich, ja. Zu deinem alles klar. Genau. Und dann hattest du, das haben wir gerade im Vorgespräch kurz angerissen, dann hattest du ein Buch veröffentlicht, warte, das Licht am Ende, das aber ja auch eine eigene Geschichte eigentlich zu erzählen hat, oder?
Ja, also Ja. ich würde einfach mal die drei Feelings-Bücher ein bisschen ausklammern, weil die tatsächlich echt der richtig klassische Weg waren. Publiziert, hatte gute Leserschaft, aber ist nie so irgendwas Herausreißendes. Ich meine, dass man so den Bestseller schreibt, das ist ja für den Großteil der Schreibenden eher nicht sehr wahrscheinlich, also rein von der Statistik her, ne? Und von daher war ich da vielleicht auch gutes Mittelmaß einfach in dem Verlag. Nichts, was irgendwie rausgerissen ist, aber auch nichts, was halt total abgestürzt ist. Und dann hatte ich eben gesagt, okay, also alle hatten ja damals dann irgendwie so dieses ja, Self-Publishing und mach das doch mal und total cool. Und dann dachte ich so, wenn alle das machen, will ich das schon irgendwie auch mal ausprobieren. Und dann hatte ich meinen ersten Thriller rausgebracht und dann ist halt einfach exakt nichts passiert. Ich dachte, das ist so wie dieses One-Click-Wonder, was so vieles im Self-Publishing am Anfang hatten, die es einfach hochgeladen hatten und weil es einfach noch keinen Markt richtig gab, hat man dann auf einmal irgendwie so 5000 Verkäufe oder sowas gehabt. Und das habe ich gedacht, ja, Claudia, easy, machst du jetzt auch. Klick hochgeladen und am nächsten Tag so geguckt, so drei und ich so, was? Und dann habe ich halt festgestellt, das ist wirklich Arbeit. Und mit dem Buch ging es dann aber auch schon ganz gut. Also ich habe es dann noch in die Top 100 Amazon-Charts geschafft damit, dann wirklich mit Werbung reingebuttert und alles. Und dann hatte ich natürlich für das zweite Buch einfach eine bisschen bessere Basis, weil ich durch das erste Buch schon Leser einfach generieren konnte. Was heißt generieren, hört sich jetzt so technisch an, aber Ja, weil an das Buch, Kunden oder ja, Nutzer. weil ich einfach schon Leute hatte, die das gerne mochten. Und dann hatte ich das zweite Buch rausgebracht, genau, das war das hier, Das Licht am Ende. Und da hatte ich schon auf einmal, und da hatte ich auch wirklich sehr mit dem Ende gespielt, da habe ich mich Ah sehr ja. getraut, so ein bisschen gegen die vielleicht Konventionen, Ende gut, alles gut zu verstoßen. Und habe auch echt super viel Feedback gleich am Anfang bekommen und auch sehr, waren auch welche, die es mir richtig übel genommen Ich haben. wollte gerade fragen, wie das denn so angekommen Aber ist. die, wirklich, also ich würde sagen, so 95% waren echt super begeistert, fanden es, boah, es hat nochmal total, also, ne? Und dann war der Self-Publishing-Buchpreis, der ging so ein bisschen über Social Media überall rum und alle Ja. so, ja, drückt mir die Daumen, ich habe jetzt mein Buch eingereicht und ich habe es immer nur so am Rande wahrgenommen. Und ich dachte mir so, ja, was machen die da alle, keine Ahnung. Und dann habe ich dann irgendjemanden gesehen, ja, noch 2 Wochen habt ihr Zeit. Und dann habe ich gedacht, da fühle ich mich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja, jetzt Wenn muss ich das was jetzt alle machen. machen und jetzt habe ich nur noch 2 Wochen, ist egal, jetzt mache ich das auch, einfach auch. Und dann habe ich das eingereicht und war dann tatsächlich auf der Longlist vom Self-Publishing-Buchpreis. Und damals war dann mit Weltbild sozusagen abgemacht, dass die sich von dieser Longlist 3 Titel, meine ich, raussuchen können, die sie dann exklusiv im Weltbild Verlag vertreiben. Und da, auch wenn ich nicht gewonnen habe damals, war dann mein Buch dabei, Ja, so dass cool. Sieht echt das, schön aus. genau, Beide, ich habe beide Cover tatsächlich. von Self-Publishing quasi doch in den Verlag gegangen ist und da auch echt ganz gut gelaufen ist. Wie findest du die beiden Cover im Vergleich? Hattest du, als das neue kam, dann, was hast du gedacht? Ich habe den Sinn dahinter gesehen. Ja. Also das hier war für mich so ein bisschen aus der künstlerischen Perspektive einfach richtig gelungen. Es war einfach mal was anderes, war was Neues, hatte ich so noch nicht gesehen einfach und dachte mir, ja, das will ich auf jeden Fall. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir, ja, das ist auf jeden Fall das, was marktgängiger ist. Und das ist auch für mich total verständlich für aus Perspektive des Verlages. Die wollen das verkaufen, die wollen nicht auf 5000 Büchern irgendwie sitzen bleiben, sondern die wollen, dass das verkauft wird. Also ist sozusagen das Cover das, was für den Verlag zieht, weil die wissen, dass das für die Leser ziehen. Und von Ja. daher fand ich das auch total in Ordnung. Künstlerisch war meins, fand ich irgendwie besser, aber mir war klar, dass es dann darum in dem Augenblick nicht geht. Das ist ja Kunst ist dann im Verlagswesen doch mittlerweile ein bisschen eher häufig zweitrangig. Außer Ja. bei wirklich bei je, meiner Erfahrung nach, je kleiner der Verlag ist, desto eher experimentieren die ja auch dann schon mal. Ne? Und so ein bisschen, man hat mehr Mitspracherecht und man kann ein bisschen mehr mitentscheiden. Dafür hat man aber in der Regel eben auch nicht so einen großen Abverkauf und überhaupt die Reichweite Ja. und so weiter. Ne? Man hatte immer, wie immer, überall muss er Ich finde, kommen. das mit den Covern kommt gerade wieder so ein bisschen, ne? Mit den ganzen Buchschnittgeschichten. Da finde ich schon eine schöne Richtung. Also. Ja, dass es mehr in die künstlerische Richtung wieder geht, meinst du? Ja. Ja, aber da auch, ich weiß nicht, hast du schon einen Thriller mit Farbschnitt gesehen?
Also das scheint Nee. alles eher, das ist alles Obwohl, New Adult, oder? Mark, nicht Mark, aber es war, glaube ich, nur das Cover oder hat, also die Okay. haben natürlich jetzt keinen Kunstfarbschnitt, ne? Die haben dann passend zum Cover oder sowas, haben die dann an der Seite, meinetwegen gelb oder sowas. Vielleicht habe ich es auch schon gesehen, aber natürlich nicht so künstlerisch verspielt wie Ja, jetzt das ist natürlich die genau, weil Bereiche. das muss ja auch passen zu dem, auch natürlich zu der Käuferschicht, die das, Genau. ne, zur Zielgruppe, wie man so schön sagt, Genau. dass die das dann, dass da extra Geld dann reinfließt. Genau. Ja, finde ich spannend, weil die tatsächlich das Cover mit der Hütte oder mit dem Haus, das erinnert sehr an so Thriller einfach, ne? Also wenn du So, mich ne? fragen würdest, würde ich sagen, das ist ein Thriller. Das ist höchstwahrscheinlich ein Thriller. Und weißt du, woran ich immer denken muss bei deinem ersten, bei dem Buch mit dem Blättern? Tribute von Panem. Echt? Immer, jedes Mal. Stimmt. Das Alles auf. deutsche Cover von Tribute von Panem. Das war meine erste Assoziation damals und es ist immer noch, immer, wenn ich drauf gucke. Witzig. Immer Panem dann da. Deshalb lässt sich das, weil das du hast ja Blutstropfen drauf. Genau. Damit man ein bisschen in das Genre sozusagen mit Genau. reingefällt. Und es steht ja auch drauf. Aber beim allerersten Hingucken habe ich gedacht, es wäre ein Käfer. Damals, das weiß ich noch, dass ich dann, als ich Okay. das so, man überfliegt das halt nur. Ja. Ne? Ja, und dann guckst du so weiter. Okay, weiter. Und da habe ich überhaupt nicht realisiert, dass das Blut war, sondern das sah für mich aus wie so ein Käfer beim Rudolfskreuz. Ach, Und deshalb habe ich witzig. das voll in der Fantasy abgelegt, wegen Tribute von Panem. Ja. Und später dann so, warte mal, was steht da? Oh, Psychofüller. Ja, aber das ist letztendlich mal so ein bisschen die Gefahr, ne? Also in dem Moment, wo man im Self-Publishing alles selbst macht, ist ja, das Wort ist ja schon beinhaltet. Man kann rumprobieren. Ich finde, das ist halt das echt Gute daran. Es kann aber auch nach hinten losgehen. Kann es sein, dass ich dich dann als potenzielle Leserin, wenn du da dein Kindle füttern möchtest und dir dann denkst, so, Marienkäfer auf einem Blatt, nee, danke, ist nicht meins, ich will Blut oder Mord, was weiß ich, ne? Dann hätte ich dich halt verloren als Leserin. Wahrscheinlich, ja. Also man kann natürlich auch durch einen Titel und so weiter natürlich nochmal Leute irgendwie auch Klar. kriegen, sowas wie, keine Ahnung, das verschwundene XY und so, man versucht dann ja irgendwie auch dann, ja, so ähnlich zu sein wie andere Titel in dem gleichen Bereich oder so. Aber ja, es ist natürlich, was, hast du das, also habe ich das richtig verstanden, dass du das Cover selbst gemacht hast oder hast du es in Nee. Auftrag Ich gegeben? habe es in Auftrag gegeben. Ja, Aber okay. es war, also ich hatte es mir schon so ungefähr vorgestellt und hat dann tatsächlich noch so ein bisschen meine Erwartungen übertroffen. Ich fand es richtig schön. Es war so Liebe auf den ersten Blick. Mit den Blutstropfen haben wir dann noch so ein bisschen rumexperimentiert. Ist auch eine schmale Gratwanderung, finde ich. Also ich schreibe ja keine blutigen Thriller. Bei mir sind jetzt keine Leichenberge oder so. Das heißt, wenn ich da jetzt so Blatsch, Blut drauf klatsche und es läuft an allen Ecken und Enden runter, dann hat man halt enttäuschte Leser, weil die sich denken, yes, Gemetzel. Und wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt halt nur so drei Tröpfchen drauf habe, dann habe ich vielleicht Leute, die sagen, oh, Marienkäfer. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen, vielleicht wenn das so, ja, aber das ist ja genau, das hätte natürlich auch an den Buchstaben zum Beispiel runterlaufen können, aber du willst halt keinen Splatter irgendwie Richtig. anziehen da, so das, wo man sagt, ja, hier gibt es Gemetzel, genau, ja, verstehe ich. Was hast du denn alles im Self-Publishing delegiert, outgesourced? Also Cover hast du raus, wo hast du noch Leute mit, die dann für dich arbeiten im Grunde? Ehrlich gesagt, alles. Ich glaube, ich kann da einfach rein gar nichts diesbezüglich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe den Buchsatz, hat jemand gemacht, Cover hat jemand gemacht, Lektorat, Korrektorat. Also ich habe wirklich alles outgesourced, weil ich mir dachte, das sind Profis, die nicht umsonst ihren Job haben. Und bei meinem ersten Buch Seelenschnitte, da hatte ich über BOD publiziert, also Books on Demand, was bedeutet, man macht selbst die Druckdatei fertig. Es gab da, gibt, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt, aber damals gab es so eine Vorlage, die man sich hat runterladen können. Da hat man wie so sein eigenes Manuskript eingefügt und dann hat man das als Druckdatei hochgeladen und die drucken quasi das Buch dann, wenn es jemand bestellt. So das Books on Demand. Und da hatte ich das eben zuerst und da habe ich das selbst gemacht, war auch nicht unzufrieden. Und dann hat meine Nachbarin, die das beruflich macht, draufgeguckt und hat gesagt, naja, kann man machen. Und da war mir Oder klar, auch nicht machen. okay, dann machen wir es vielleicht beim nächsten Mal, beauftrage ich dich einfach. Also natürlich sehr praktisch, wenn man in der Nachbarschaft gleich jemanden hat, den man krallen kann. Weil ansonsten, wie bist du denn zu deinem Cover-Design zum Beispiel gekommen? Hast du das irgendwo, hast du jemanden angefragt, wurde dir jemand empfohlen, hast du gesucht, wie bist du daran gekommen? Ich hatte tatsächlich jemanden angefragt, den ich schon immer, immer, immer im Blick hatte, wenn ich, als ich gedacht habe, ich will Self-Publishing machen und Cover selbst und sowas alles. Das war Marie Grasshoff, weil ich finde, dass sie einfach wahnsinnig schöne Cover macht, die auch einfach krass ausdrucksstark sind.
Und ist zwar eher so im Fantasy-Bereich zu Hause, aber ich persönlich sehe auch überhaupt kein Problem damit, auch mal ein Thriller-Cover irgendwie künstlerisch zu gestalten und eben nicht nur so, wenn man das schon sich selbst aussuchen kann. Und dann hatte ich sie angefragt, ob sie sich eben auch vorstellen könnte, Thriller zu machen. Und sie hat einfach richtig Lust dazu. Und von daher haben wir jetzt schon 3 Bücher lang zusammengearbeitet. Ja, voll cool. Ja, die Marie ist sowieso auch so ein Phänomen. Die könnte ich vielleicht auch mal einladen. Ich glaube, es ist auch ganz spannend, ihren Werdegang auch mal so zu beleuchten, weil die auch sehr, ja, straight so ihr Ding durchzieht halt, ne? Ja. Genau. Wie ist das denn marketingtechnisch bei dir gewesen? Die meisten haben ja, wenn ich das so aus den Gesprächen kenne, irgendwann kommt dieser Wunsch, ich möchte mal ein Buch schreiben. Entweder bei manchen schon im Kindesalter, manche auch später. Und dann haben sie vielleicht diesen Riesenschritt schon mal gemacht, dass sie schon mal ihr Buch jetzt irgendwann haben. Zu irgendeinem Zeitpunkt kommt Marketing. Das Schreckgespenst Marketing um die Ecke. So. Ja. Wie erging es erstens überhaupt? Ja, wie findest du Marketing so und was ist so deine Herangehensweise da? Wie machst du das momentan? Weil ich bin unter anderem auch drauf gekommen, dich zu fragen für unser Interview, weil sich dein Instagram-Account ja nicht nur zahlentechnisch von anderen vielen abhebt, sondern weil ich auch ganz gerne über Inhalte auf deinem Instagram-Kanal noch kurz reden wollte. Ja, Nur positiv willkommen. natürlich. Hallo Tiger! Ich hätte dich vorgewarnt. Oh nein. Wie stehst du zu Marketing? Wie bist du angefangen, deine Ja. Bücher zu kriegen? Und genau, hast du da. Also, ich bin diesbezüglich, glaube ich, eine der wenigen irgendwie in dem Business, die null Strategie hat. Nee, ich glaube, die meisten haben keine Strategie. Also, so kam es mir immer so vor, dass alle einfach alles total durchdacht haben und geplant haben und wann macht man was und wie und wo. Und ich hatte eben, man hat ja gesagt, mein erstes Buch, ne, war meine Strategie, ich lade es bei Amazon hoch. Und das war wirklich auch das Einzige, was ich in der Hinterhand hatte. Ich lade das hoch und dann wird es schon. Und es hat ja dann eben einfach null geklappt. Und dann dachte ich so, okay, scheiße, ich habe keinen Plan B. Und hatte ja dann aber zu dem Zeitpunkt logischerweise Cover und Lektorat und sowas alles schon ausgegeben. Und irgendwie möchte man ja wenigstens diese Kosten wieder reinhaben. Weil von mir ist das Buch eine Nullnummer, aber ein Verlust ist dann schon nochmal, das will man ja dann doch nicht. Und tatsächlich habe ich dann bei einer Bekannten angefragt, die bei der Zeitung arbeitet, ob der sich das nicht vorstellen könnte, so ein kleines Interview. Und dann habe ich damit angefangen und dachte mir, okay, so, ja, war super. Also ich habe mich gefreut über die Möglichkeit, aber damit habe ich halt nicht wirklich Käufe generiert. Ich war dann zwar in so einem kleinen Heftchen in der Zeitung drin, habe mich total gefreut, aber Da kommen keine Verkäufe von, ne? Habe ich auch schon so festgestellt. stand dann halt so im luftleeren Raum, so, hey, guck mal, ich war in der Zeitung. Genau. Und dann dachte ich mir, okay, Blogger, ich brauche einfach Blogger. Ich muss ja, das Buch muss einfach so ein bisschen die Runde machen. Dann habe ich eben damals das bei BOD, das Taschenbuch, weil die meisten mögen ja doch eher Taschenbücher. Und tatsächlich finde ich auch Instagram-Posts in der Regel fast schöner, wo einfach das haptische Buch in die Kamera irgendwie gehalten wird, als Ja. der E-Book-Reader. Dann habe ich ein paar vordrucken lassen und habe das eben an Blogger verteilt, hatte aber keine Blogger-Box oder ähnliches, sondern habe sozusagen einfach Bücher verschickt. Und da kam dann tatsächlich schon ein bisschen was bei rum. Einfach, man hat Kontakte geknüpft, hat den kennengelernt, der hat einen Post gemacht. Dadurch kam schon einfach echt so eine kleine Welle an erstem Erfolg, aber es war immer noch weit unter dem, was ich mir so vorgestellt hatte. Und dann dachte ich, okay, irgendwas muss noch gehen. Und dann hatte ich eine Freundin gefragt. Und die meinte, ja, machst du Facebook-Werbung? Ich so, ja, ich poste da was. Die so, du musst schon Werbung machen. Ich so, okay, was ist das? Also, wie gesagt, ich war super naiv an die Sache rangegangen und habe mir dann eben dieses Facebook-Marketing-Tool angeguckt, was man damit machen kann und habe selbst Beiträge erstellt und habe die dann laufen lassen. Habe geguckt, welches Bild funktioniert mit welchem Text besser, welcher Zeitraum ist für meine Zielgruppe am besten. Also bei Facebook kann man ja unglaublich viel einstellen an Zielgruppenreichweite sozusagen. Also möchte man lieber Männern ausstrahlen, lieber Frauen, lieber Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter. Und das habe ich wirklich krass durchprobiert. War am Anfang auch so, dass ich es dann hochgeladen habe und das waren also 5 Klicks oder sowas. Und ich habe mir so, Funktioniert voll gut, dieses Facebook-Marketing. läuft ja richtig gut. Und dann hatte ich aber tatsächlich so eine Einstellung gefunden, wo ich glaube, dass die einfach echt gut funktioniert hat und für mich eine richtig gute Zeit gefunden. Es war dann immer von freitags bis montags, hatte ich tatsächlich irgendwie so konstant diese Werbung laufen. Und dadurch ist das Buch dann auf einmal so bam, total durch die Decke gegangen und war dann in den Amazon Top 100 Charts.
Und das schafft man dann halt nicht mit nur drei Verkäufen, da sind dann schon ein paar mehr dahinter. Und das war so ein bisschen für mich der Einstieg in, okay, da muss ich halt echt was machen dahinter. Das bleibt halt nicht aus. Und seitdem würde ich sagen, habe ich mich einfach noch wesentlich besser vernetzt und viel, viel mehr LeserInnen gefunden, mit denen ich auch gefühlt außerhalb von Büchern sehr viel Kontakt habe. Und die dann aber irgendwie so eine feste, ja, die Reichweite für mich sind, hört sich jetzt auch wieder so technisch an, aber ich finde gerade in den sozialen Medien geht es ja nicht nur darum, dass ein Buch einmal gezeigt wird, sondern einfach auch die Vielzahl an Posts war. Und was dann auch bei das Licht am Ende, ich meine, jetzt hat allein schon durch den Self-Publishing-Buchpreis total viel Marketing bekommen, ohne dass ich was dafür machen musste. Aber was dann auch richtig gut gelaufen ist an Aktionen und was auch wieder total viele Leute mich, also mich mit den Büchern verbunden hat, war, dass ich so eine Aktion gestartet habe für kleine Buchblogs, ganz speziell unter 100 Followern. Und an die habe ich Bücher als Rezensionsexemplare rausgegeben. Und das kam einfach gut an, weil ich das Gefühl hatte, ich bin ja auch immer noch am Anfang meiner Karriere und hier am Anfang vom Buchblog. Und wir starten irgendwie einfach so zusammen ein bisschen. Und genau. Ja, das ist sehr wertschätzend, ne? Weil oft hat man das Ja. Gefühl, so als Bloggerin oder Blogger, dass sowieso nur darauf geguckt wird, wie viele Follower man hat. Genau. Und viele AutorInnen haben da auch das Problem, dass sie sagen, ah, ich traue mich zum Beispiel nicht, das habe ich auch schon öfter jetzt gehört, ich traue mich nicht, mich zum Beispiel bei einem Verlag zu bewerben, weil ich noch keine Follower habe. Finde ich eigentlich ganz spannend, weil die Verlage sagen, sie gucken da nicht drauf oder viele Verlage sagen, sie gucken nicht drauf. Ob das immer so stimmt, mag ich nicht beschreien. Ich glaube, manche gucken schon, was denn da an Followern Ja. so kommt. Es ist nicht das Ausschlusskriterium nach dem Motto, oh, dein Buch ist super, aber leider hast du nur 500 Follower oder Das wird nichts mit uns, leider 50 nicht, auch oder nicht. so. So, deswegen Sachen sagen sie jetzt nicht ab, aber so ein bisschen drauf gucken tun sie, glaube ich, auch schon. Von daher, genau, du Ich glaube, würdest. es ist ein Gesamtpaket ja auch für die Verlage, ne? Also für die ist es ja auch, ich meine, es ist einfach ja auch ein Unternehmenverlag. So gerne man einfach immer nur die Bücher streichelt und sagt, da bringen Leute Bücher raus. Letztendlich haben die ja auch Unkosten, haben Mitarbeiter, die bezahlt werden wollen und so weiter. Also es ist ja vollkommen richtig, dass die dann einfach auch darauf gucken, welches Buch hat am meisten Chancen, gekauft zu werden. Und es dann natürlich auch für jemanden, der vielleicht schon eine gewisse Leserschaft hat, für die wahrscheinlich auch nicht das Blödeste. Ja, klar. Ich finde es sowieso empfehlenswert, so oder so, ob man im Verlag ist oder im Self-Publishing, Marketing nicht außer Acht zu lassen, sondern einfach zu machen, was man machen kann und machen will. Natürlich muss man sich ein bisschen auch die Frage stellen, was will ich denn gerne machen? Wie bist du denn dann später von Facebook zu Instagram gekommen? Also wie kam es denn dazu, dass du jetzt gesagt hast, okay, Facebook ist doof, wir gehen zu Instagram? Also ich bin tatsächlich noch bei Facebook Ja. und mache da auch immer noch Werbung, habe da auch immer noch Leute, denen ich nach wie vor verbunden bin und mit denen ich mir auch so schreibe. Aber leider habe ich das Gefühl, dass Facebook sich selbst irgendwie mit seinen 20.000 Algorithmen dann irgendwann selbst zerschossen hat. Also es fing bei mir irgendwie damit an, dass ich von Facebook super genervt war, dass ich dann irgendwie null Benachrichtigungen mehr bekommen habe, wenn irgendjemand auf meine Beiträge reagiert hat. Und damit man im Algorithmus ja wieder nach oben steigt, ist ja auch eine der wichtigen Sachen, dass man viel Reaktion unter einem Beitrag hat. Und das ist ja auch dann, wenn man als der Verfasser oder Verfasserin darauf antwortet. Aber das kann ich nicht, wenn ich halt nie sehe, ob irgendjemand da überhaupt gerade was geschrieben hat oder nicht. Und da war ich ja schon ein bisschen auf Kriegsfuß mit Facebook und ich finde einfach durch die ganzen neueren Reichweiten-Einschränkungen ist es einfach super anstrengend geworden da. Ja, ich fand auch, dass die, mal davon abgesehen, dass ich mittlerweile auch die Handhabung sehr schwierig finde, gerade im Backend, also vorne so posten und das geht noch, aber alles, was so Anzeigen betrifft und diese ganze, gerade wenn du verschiedene Seiten hast, dass man die richtigen Konten zuzuordnen und hast nicht gesehen, es gibt, also die sind einfach zu groß, habe ich das Gefühl, die sind zu groß geworden. Das, Instagram gehört ja auch zum gleichen Konzern, von daher so aus Wertegründen oder sowas. Wäre das ja gehopst wie gesprungen. Vom Handling her tut sich das eigentlich mittlerweile, finde ich, alles auch nicht mehr so viel. Also ob du jetzt einen Instagram-Beitrag schreibst oder einen Facebook-Beitrag, ist theoretisch vom Aufwand her ähnlich. Also wenn man auf die gleichen Sachen achten und so weiter. Du kannst bei beiden irgendwelche Reels oder Stories oder keine Ahnung was erstellen. Bei Facebook weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob die so eine Art Reels eigentlich haben, aber das wird von Instagram, kannst du das auf jeden Fall ja rüberschieben. Genau.
Daher, das ist ja eigentlich ganz, ganz ähnlich. Wie kam es denn bei deinem Instagram-Kanal zum Beispiel? Weil du hast ja irgendwie, ich glaube, ich habe es heute nicht mehr geguckt, irgendwas mit 17.000 Follower oder sowas da gucken da rum. Darf ich das eigentlich sagen, woher die alle kommen? Na, ich glaube, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass du nach dem Motto, oh, und aufgrund meines letzten Katzenvideos sind mir Ja. jetzt viele Leute gefolgt. Wie kam es denn dazu? Also mir wurde ja auch schon unterstellt, dass ich Follower gekauft Alle habe, gekauft, natürlich. was ich nicht gemacht habe, weil ich, also das ist ja irgendwie, finde ich, eines der ersten Sachen, die man lernt, das sind ja Leute, die bringen dir nichts, weil das ja, die interessierst du ja gar nicht, ne? Also dann hast du zwar eine hohe Zahl da stehen, aber nichts, was dir jetzt irgendwie an Inhalt, sage ich jetzt mal, bringt für deine Seite. Und ja, tatsächlich war das so, ich hatte knapp 2000 Follower und hatte immer das Gefühl, dass wir ein richtig cool, ich meine, wir sind ja auch immer noch eine coole Bubble sind. Ich habe trotz der vielleicht relativ niedrigen Zahl immer extrem viel Kommentare bei meinen. Gar nicht niedrig, ehrlich gesagt. Also Ja, im immerhin. Vergleich jetzt zu 17.000 eben, ne, sind. Ja. Und hatte aber immer wirklich eine hohe Interaktion auf meinen Beiträgen und viele Likes und hatte auch immer das Gefühl, dass wir, ja, dass irgendwie eine schöne Gemeinschaft auf meiner Seite ist. Und dann also ich poste ja nicht nur Sachen über meine Bücher, klar, meine Erfolge, wenn ein neues Buch rauskommt, alles klar, ne? Aber eben auch Privates, wenn es nicht zu privat ist. Und hatte dann ein Video gepostet von meinem Kater, der aufs Klo geht, aber halt auf unser Klo. Und zuerst war eben so meine Leute, meine Bubble, die darauf reagiert haben, so, ach Mann, war ja von Anfang an klar, dass das so ein komischer Kater ist, weil also die Katzen sind ja auch von Anfang an hier bei Instagram dabei. Und alle wussten, dass der eine irgendwie auch nicht alle Socken anhat, so, genau. Und da kam halt so eine Reaktion, so, ja, der mal wieder, ne? Aber alle haben sich total gefreut. Und dann war, weiß ich nicht, vielleicht 2 Wochen lang Ruhe. Und auf einmal ging es bam, bam. Ich musste dann schon die Notifications ausstellen, weil jeden Tag ungefähr rund über 1000 Leute dazukamen. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Das war ernsthaft alles wegen dieses Katzenreels. Also total unnormal. Und dachte mir so, okay, die haben ja alle nichts mit meinem Content zu tun. Die bringen mir ja gar nichts. Und Anfang habe ich mich echt noch hingesetzt und habe gelöscht. Aber mach das mal bei über 1000 Leuten am Tag. Da habe ich schon überlegt, ob ich auf mein Konto auf Privat stelle. Aber dann waren tatsächlich welche dabei, die sich durch meine Beiträge geklickt haben und dann auch wiederum ältere Beiträge kommentiert haben, halt auf Ja. Deutsch, ne? Und dann Ja. habe ich mir gedacht, okay, das sind ja vielleicht Leute, die nicht ursprünglich wegen meiner Bücher gekommen sind, aber jetzt vielleicht auch irgendwie an meinen Büchern interessiert sind. Und tatsächlich war es dann so, dass ich dann schon beobachten konnte, dass meine Verkäufe, also im Self-Publishing kann man das ja in der Plattform direkt sehen, bei Kindle Unlimited. Bei Kindle Unlimited sage Da ich schon kann ich auf nicht. der Seite von Amazon, auf der Autorenseite. Und da konnte ich schon sehen, dass die Verkäufe in der Zeit schon echt höher gegangen sind, jetzt nicht explodiert sind, aber es waren dann halt schon auch bei diesen Leuten welche dabei, die sich auch für die Bücher interessiert haben. Und wie sollte ich die jetzt bei über 1000 Leuten pro Tag rausfiltern? Das war Ja. dann einfach ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Ich lasse es jetzt laufen. Ich gehe stark davon aus, dass diejenigen, die sich dann nicht, also die reinen Katzen-Pipi-Content wollen, dass die dann nach der Zeit sowieso von alleine gehen. Sollte man meinen, ne? Man denkt das oft und wundert sich, wie lange die Leute dann doch noch irgendwie da rum. Bin ich mal gefolgt vor 5 Jahren, aber ach ja, naja, weiß ich schon nicht mehr. Ja, genau, ja. Aber genau, du kannst ja im Grunde schlecht selber entscheiden. Wer Ja. davon ist relevant sozusagen Ja. und wer nicht. Aber überhaupt, also ich finde, dass 2000 auch schon viel ist für Leute, also in unserer Branche, in unserer kleineren Branche, liegen die Autoren ja in der Regel von irgendwo bei 400, 500, würde ich sagen, Follower, bis natürlich hinzu, ja, du hast mal jemanden mit 20.000, aber das sind ja echt Ausnahmen. Also die, selbst die Erfolgreichen liegen häufig bei unter 10 oder um 10 herum. Ja. Ja, die, wo du wirklich denkst, okay, die haben ständig ihre Spiegel-Bestseller oder keine Ahnung so. Und dann hast du häufig, je nachdem natürlich, ne? Aber deshalb finde ich 2000 schon voll viel, ehrlich gesagt. War auch nie auf krasses Wachstum auf, weil ich eben immer das Gefühl hatte, dass meine Bubble irgendwie total wertvoll war an Leuten, die mir folgen. Und ich auch wirklich gerne, es hört sich jetzt so alles in der Vergangenheit an, das ist ja nicht so, dass die weg sind, aber ich meine halt, diese 2000 war, ich war jetzt auch nicht unzufrieden damit, zwar ich war, und die,
Also man darf das ja nicht so für sich genommen sehen, ne, mit ich habe diese Zahl. Man darf hier, finde ich, nicht vergessen, was für Zahlen die wiederum mitbringen, wenn es um die Bücher geht, ne? Also von daher, Gerade wenn die die das teilen, genau. was du schreibst, also wenn die Genau. deine Bücher teilen und so weiter. Ja, genau. Das ist ja so ein Multiplikator, ist das Genau. dann, Und ne? von daher sind es ja nicht nur 2000 Leute in dem Ja. Moment. Was ich an deinem Kanal so mag, ist, dass der Unterhaltungsfaktor halt so hoch ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der, wo sich viele auch nochmal so eine kleine Scheibe von abschneiden können. Das, weil viele AutorInnen, die anfangen mit Instagram, die neigen dazu, entweder zum Beispiel viele Schreibtipps zu geben, weil sie selbst gerade so begeistert sind, was sie alles gelernt haben. Also ich kann es auch voll nachvollziehen, ging mir ja auch so, dass man einfach zeigt, wie man eine, keine Ahnung, Szene spannend macht oder mit welcher Methode man geplottet hat oder was auch immer. Also das sehe ich häufig, dass im Grunde AutorInnen Inhalte für andere AutorInnen schreiben. Oder dass es wirklich nur noch darum geht, heute habe ich ein Kapitel geschrieben, morgen habe ich ein anderes Kapitel geschrieben und jetzt mache ich mir einen Kaffee. So, Ja. ne? Also ist das eine Sache, die dir einfach so eingefallen ist, die du einfach so machst, so bist du halt und du, ich hätte beinahe gesagt, kotzt dich da einfach aus, also im besten Sinne, dann, du schreibst einfach, was du so im Kopf ist. Oder hast du auch schon so mit ein bisschen Sinn und Verstand überlegt, wie du da Beiträge schreibst. Also ich finde Social Media ist, wenn man eben nicht strategisch vorgeht, im Sinne von, ich möchte Schreibtipps geben, dann muss man ja ungefähr so eine Strategie haben. Ne? Ich fange an mit Romanaufbau, welche Genres, bla bla bla. Und das ist ja in dem Fall dann schon eine Strategie. Aber wenn man einfach so anfängt, ich finde ich einfach viel Learning by Doing. Und es kommt einfach auch auf die Phasen im Leben drauf an. Also zum Beispiel während Corona habe ich auch super wenig gepostet, weil ich ach, das Gefühl, ich habe nichts zu erzählen. So, ich sitze immer noch in meiner Wohnung. Also, weißt du, wenn kein Input irgendwie kommt, was willst du dann outputten? Und dann finde ich es auch total legitim, halt einfach die Klappe zu halten, wenn nichts passiert. So. Aber ansonsten dachte ich mir, also was für ein bessere, also ich finde das Tool halt insofern total cool, weil in meinen Büchern stecke ja ich. Also alles, was ich denke und fühle und vielleicht angelesen habe oder sowas, steckt ja in meinen Büchern drin und nicht sagen, so mein Herz und meine Seele stecken da drin. Ne? Und in dem Moment, wo die Leute mich einfach auch ein bisschen besser kennenlernen über Social Media, können sie dann vielleicht sehen, okay, gefällt mir, könnte ich mir auch vorstellen, dann einfach mal ein Buch von ihr zu lesen, weil sie mir eben so schon sympathisch ist. Und ich habe wirklich null Strategie dabei. Ich poste relativ, worauf ich Lust habe. Ich achte auch nicht darauf, ob meine Reichweite runtergeht oder hoch oder was auch immer. Ich finde es einfach richtig schön, mich zu zeigen, wo man ja sonst ja, in Blatt Papier ein bisschen verschwindet als Autorin. Ne? Ja, klar, man steht ja hinter seinen Figuren so ein bisschen dann Genau. da zurück, genau. Hattest du Angst, dich zu zeigen? Weil viele haben Nee. ja auch so dieses, ah, das ist mir unangenehm, jetzt ein Foto von mir zu machen oder keine Ahnung, so in diesem. Nee, gar nicht. Es war nur tatsächlich für mich eine Umstellung, weil ich selbst für mich heraus würde wahrscheinlich heute noch nicht mal Facebook haben. Damals bei Feelings, ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst, da gab es eine Social Media Mappe, wie man am besten postet und Ah, wann. das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, nee, weiß ich ja. Das ist zu lange her. Ja, Muss ich Und mir noch aufgrund dessen. was? Ich lerne nicht noch was. Und aufgrund dessen dachte ich mir, oh Gott, ich glaube, ich muss mir mal Facebook runterladen. Also so war halt tatsächlich, weil ich von mir raus habe halt gar nicht das Bedürfnis, irgendwas zu erzählen, weil ich mir denke, mein Alltag ist halt einfach nicht spannend genug, dass ich da, ich sitze am Schreibtisch, wie du vorhin meintest, ne? Ich habe ein Kapitel geschrieben und morgen schreibe ich wieder ein Kapitel. Das interessiert ja irgendwie niemanden und deswegen hatte ich einfach auch nie Social Media. Bin, glaube ich, von mir aus auch gar nicht so krass affin da drin. Deswegen bin ich immer so diejenige, die so late to the party ist. Ich habe, glaube ich, auch erst vorgestern mal ganz vorsichtig einen TikTok-Account eröffnet und mir gedacht, jetzt schaue ich da doch mal rein. Und Und 3 Stunden später, oh, ich wollte ja nur ganz kurz ja, gucken. also ich bin halt wirklich sehr, sehr spät dran, aber habe dann bei ein paar Sachen, also mich zu so zeigen, also außer Videos mag, bin ich jetzt kein großer Fan von mir. Gott, bin froh, dass heute meine Stimme erkältet ist. Ansonsten bin ich auch kein Freund davon, meine Stimme irgendwo zu hören. Ja,
Aber da gewöhnt man sich ja dran. Und man kann ja eben aussuchen, was man von sich zeigen möchte. Wenn man sich selbst gerade nicht präsentabel findet, weil man erkältet ist und alles blöd ist, dann muss man ja nicht auch noch sein Gesicht in die Kamera halten, sondern Ja. ja, gibt es ja genug Ja, andere. genau. Kann man ja mal seine Kaffeetasse Oder die Katzen. oder die Katzen, die man zu Hause hat, genau, kann man da auf jeden Fall mal zeigen. Genau. Ja, was ich halt cool finde, ist, dass du halt diesen humorigen Aspekt, sag ich mal, mit in deiner, im Grunde würde man sagen, Marketingstrategie drin hast. Weil so wirklich häufig bei Spannungsromanen, auch Horror und so weiter, dann die Frage ist, was zeige ich da? Was darf ich auch natürlich zeigen? Weil du kannst ja nicht ständig irgendwelche abgeschnittenen Leichenteile zeigen. Und wie werde ich auch wahrgenommen? Und ich, ja, keine Ahnung. Also kommen häufig viele Fragen, darf man das auf der einen Seite? Und was soll ich zeigen halt, ne? Ja. Weil ich ja in echt gar nicht so bin. Also ich bin ja in echt kein Axtmörder. Was soll ich denn jetzt zeigen? Ist halt Das finde ich schwierig, mal so ja. gut, dass zum Beispiel bei dir ja auch wenn so Fotos von dir und deinem Mann, ich schreibe ja mal weg, weil das einfach so, weil ihr immer voll ernst ja in die Kamera guckt, richtig thrillermäßig, aber dann halt im Grunde so nach dem Motto, so ja, wir hatten heute viel Spaß. Ja, aber das hat sich eben daraus ergeben, dass ich eben so finde, dass ich einen wahnsinnig wertvollen und wertschätzenden Followerkreis hatte. Dass ich da eben dachte, wir waren tatsächlich irgendwie auf einer Feier und wir hatten irgendwie, ich meine, manchmal ist es so, man findet dann auf so einer Feier einfach auch mal keinen Anschluss. Tochter war irgendwie sonst wo, die war gleich mit den Kindern spielen. Wir standen dann irgendwie immer so ein bisschen rum, so. Ich finde es nicht schlimm. Ah ja. Man kann ja trotzdem Spaß haben so und dann meinst du, komm, ich mache jetzt so ein Foto, wie wir total ernst gucken. Und so hat sich das entwickelt. Und ich glaube, ich hätte ja nie, wenn ich meine Follower schafft irgendwie blöd gefunden hätte oder da nicht das Gefühl gehabt hätte, dass es so mit diesem leicht ironischen Unterton das Bild ja auch aufgenommen werden würde, hätte ich das nie gemacht. Aber dadurch, dass ich dann schon so eine kleine, für mich sehr wertvolle Bubble hatte, habe ich mir überhaupt nichts dabei gedacht, dass das Foto da hochzuladen. Und freuen sich wirklich immer Leute, wenn wir sowas machen. Also ich freue mich auch immer. Alles so dieses, und das finde ich so das in diesem Unterhaltungsaspekt halt, ne? Weil du kannst ja einfach ein Foto von dir zeigen mit, hey, wir sind auf einer Party, ne? Das hat dann keinen großen Unterhaltungseffekt. Oder eben du, ja, sagst halt, wir sind auf einer Party und haben voll viel Spaß und es passt nicht zum Bild. Dann Richtig, ja. hast du mal, ne, das ist ja dann witzig. Ja, also das kann man ja, das finde ich ja so immer so spannend. Du kannst ja das analysieren. Warum ist das witzig? Ja, weil es eine Diskrepanz ist zwischen dem, was da steht, was du siehst. So, haha, ist witzig. Ich finde das Gehirn witzig. Ne, kann man also sich dann überlegen. Aber das hat dann halt einen Unterhaltungswert. So, Das Lustige ist, ne, das heißt Wellen geschlagen, aber mein Mann war dadurch teilweise bekannter als ich. Wir waren, also ich war eingeladen zur Lesung der 125-jährigen Bestehens der Bibliothek in Teltow. Und ich kannte die schon von vorangegangenen Lesungen und da waren nun auch super viele BloggerInnen aus von Instagram eingeladen. Und mein Mann und ich kommen da so an. Und einer erzählt mir noch, dann, ja, ich habe deinen Mann gesehen und habe ich mir gedacht, musst du ja auch da sein. Deswegen Ja. hat er da vielleicht ein bisschen mehr Höhenflug als ich dann. Du hast ihn dann halt zur Lesung begleitet. Ja, hätte bloß noch gefehlt, dass er für mich auf die Bühne gegangen Ja, wäre, das aber wäre auch das wollte er witzig dann doch nicht. gewesen. Wenn die Leute dann Selfies machen wollen mit ihm. Ja, 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 Das ja. wäre auch witzig. Ja, da kann man auch ein gutes Foto von machen, genau. Okay, super. So, ich glaube, wir wollen die Zeit unserer ZuschauerInnen auch nicht überstrapazieren. Von daher, genau, würde ich sagen, lassen wir es an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du Sehr gerne. uns hier ein bisschen durch deinen Werdegang geleitet hast. Dein neuestes Buch haben wir jetzt ja noch gar nicht so angesprochen. Dein neuestes Buch heißt Blinde Lüge. Ja, habe ich auch noch dran gesetzt. Genau. Kannst du mal einmal kurz sagen, worum es geht? Das geht um eine junge Frau namens Catalina, die durch einen dummen Zufall an beiden Augen vorübergehend erblindet ist. Also sie muss sich die abkleben und kommt dadurch dann zu Hause halt überhaupt nicht alleine zurecht. Und ihr neuer Freund bietet ihr dann an, dass er mit ihr zu seinen Eltern ins Herrenhaus nach Brandenburg fährt, um sie dort zu pflegen. Und da es ein Thriller ist, passieren dann da natürlich Sachen, die sie erstmal nicht versteht und wo sie aber dahinter kommen möchte. Ah, cool. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ja, siehst du. Ach ja, sehr gut. Wieder was auf meiner Leseliste. Der Sub wird nicht kleiner.
Genau. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Claudia. Ich hoffe, Sehr dass gern. es den einen oder anderen irgendwie inspirieren konnte, motivieren konnte, den Weg weiterzugehen, den Weg überhaupt. Es ist ja eine langfristige Sache. Also, Feelings, wir haben darüber gesprochen. Feelings war 2014, haben die angefangen. Jetzt haben wir 2023. Also, man hat schon so seinen Weg, den man auf sich nimmt. Ach, ich glaube, die Frage, die schmeiße ich nochmal rein. Bestimmt kommt die Frage, inwieweit du vom Schreiben leben kannst. Ja, im Moment mache ich das. Ich sage, ich hoffe im Moment immer, ne? Wie lange hat das denn bei dir gedauert? Wenn du das Also. insgesamt sehen würdest. Das ist unsere Abschlussfrage. Und alle Fragen, die ihr noch offen sind und wissen wollt, könnt ihr nur die Kommentare schreiben. Da könnte ich jetzt auch noch mal richtig ausholen, aber wir sind ja schon am Ende. Deswegen sage ich, das erste Buch habe ich bei einem Verlag eingereicht, glaube ich, 2007. Und so richtig davon lebe ich, glaube ich, seit 2019. Ja, das ist Also, ja. langer Weg. Ja, genau. Also, wenn mich jemand fragt, wie lange dauert es, vom Schreiben leben zu können, sage ich mal im Schnitt 10 Jahre. Das kommt häufig ganz gut hin. Manchmal ist es auch ein bisschen länger. Ne, der Weg ist da ja auch mit das Ziel, ne, einfach Richtig, ja. weiterzumachen und da motiviert zu bleiben und am Ball zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Geschichte. Okay, super. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und an euch alle auch für eure Zeit, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim anderen Video wieder. Macht es gut. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss.